Alter. Ich bin bereit. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. Ja, mein Lieblingsspruch. Dafür wurde ich vorhin übrigens gehatet. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich sage immer Hallo. Hallo. Ja, ihr habt schon gesehen, meinen wunderschönen Gast heute bei mir. Ich habe sie gezwungen auf meinen Kanal. Quatsch. Und nein, natürlich nicht. Wir sind heute alle bei der Gözde und drehen den DM-Haul, nachdem wir eigentlich bei Sandy gedreht haben. Egal, lange Geschichte, wurscht. Also, heute wird es einen DM-Haul geben, nee, von mir und es war hässlich da. Beim okay, Video wollen wir es war hässlich, die Qualität war schlecht, der Ton war schlecht und das wollten wir nicht. Ja, genau. So. Tara hat geschimpft, hat gesagt, nee, so nicht. Sorry übrigens für meine Stimme. Kim lacht sich kaputt. Ich bin noch ein bisschen heiser. Genau. Also, wir haben eben ein Video auf Taras Kanal. Also hochgeladen, gedreht. Genau. Da schaut ihr auch auf jeden Fall vorbei. Und ich fange jetzt einfach mal an, ne, weil ich laber so viel. Okay, und zwar habe ich mir gekauft von NYX diesen Primer hier. Und zwar ähnelt der total dem von Smashbox. Erstens mal von der Konsistenz und ja, von der Farbe. Er ist geruchslos. Und geruchsneutral, sagen wir es mal so. 1:1 Dupe. Ja. Also ich habe den so vom Aussehen, finde ich. Ich habe den noch nicht getestet, aber vom Aussehen dachte ich so, oh, das ist dir in deine DM-Haul-Tüte reingefallen. Das ist der Smashbox-Primer. Ja? Ja, wirklich. Ja, voll. Boah, ich wollte den halt mal testen. Wow. Der ist halt mega. Du weißt ja, ich liebe den von Benefit, ne? Mhm. Weißt ja, mein Professional, aber der ist halt natürlich auch dreimal so teuer. Mhm. Und deswegen wollte ich jetzt den testen. Jo. Ist sehr ganz schön. Gut, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal verwendet und bin eigentlich ganz zufrieden. Jo, cool. Mhm. Bleiben wir bei diesem Ton hier und zwar ist das ein Lidschatten von NYX. Das ist die Farbe Fireball. Ich hatte den schon mal in der Goodie Bag. Ich habe den meiner Schwester dann aber auch geschenkt, weil ich den, glaube ich, sogar zweimal hatte. Okay. Und dann habe ich ihn ausprobiert und der ist so schön. Das ist so ein Chrom-Rostrot. Mhm. Er ist Chrom, also weil er so jongiert in manche Farben und dann ist es so ein Rostton. Der ist auch perfekt für die Jahreszeit, ne? Ja, der voll, ist voll. Mega. Jetzt das für den Herbst. Ja, also Winter. Find ich richtig, richtig toll. Der ist toll, ja. Genau. Der ist richtig schön. Mhm. Genau. Ja, dann mache ich weiter. Mal unspektakulär, diese Evelyn ja, Pads. Ihr kennt sie mit Sicherheit alle. Ich kaufe immer die große Packung, die 50er. Einfach erstens mal zum Fingernägel lackieren, beziehungsweise den abzunehmenden Nagellack. Logischerweise, mein Gott, ich bin ganz durcheinander. Diese schöne Frau neben mir sitzt. Ja. Gott, Mann. Ihr schaut eh gerade alle mal auf Tara, ne? Ja, ist klar. Oh, du machst mich voll überlegen, was ich dazu sagen, ey. Mach mir Spaß. Ja, also, ganz normal, um das Make-up eben abzunehmen und oder Nagellack. So, jetzt habe ich es aber hingekriegt, ne? So, gut gemacht. Wir haben uns beide Zahnbürsten gekauft. Hier ist schon eine raus, und zwar sind das die Oral-B-Zahnbürsten, weil die halt super klein sind vom Kopf her und ich finde, da kommt man einfach besser. Also, ich kaufe die immer. Okay. Ich kaufe auch schon mal die, ne, die in dem Dreierpack, wo es dann so mehr... Dr. Best? Genau. Aber ich finde halt Oral-B auch richtig gut. Auch die elektrischen Zahnbürsten, so finde ich den von denen ja, richtig stimmt. Gut. Ja, die mag ich richtig gerne, falls ihr neue braucht. Wie oft wechselst du deine Zahnbürste, Schatz? Also, ich wechsle die alle so 2-3 Monate. Okay. Und wenn ich krank geworden bin, direkt danach schmeiße ich die natürlich weg. Ist auch besser. Aber dadurch, dass ich viel auch elektrisch und Handzahnbürste wechsle... bleibe ich halt immer so 2-3 Monate. Okay, ich bin da voll der Monk. Also ich bin da so richtig der Monk, ne? Ich bin da so, nee, ist bestimmt voll eklig jetzt da oben drauf. Ich brauche eine neue. Und ich hebe die ja dann immer auf, weil jetzt wird es richtig eklig. Ich putze halt dann die Armaturen. Oder die, wie heißt das auf Deutsch? Im Waschbecken, wie heißt das? Helfen Abfluss? Immer. Genau. Ne, schön. Ich mache das aber auch. Zahnbürste und wegschmeißen. Hinter dem Hahn, da komme ich nicht hin mit dem. Genau, und da ist immer so dann viel auch Kalk. Immer, da putze ich auch immer her und so. Komm, wir machen Putzroutine. Ja, check. Du hast nur ein größeres Haus, ich so. Studentenwohnung, sie so. Ja, putzen muss man so oder so. Ja. Also Zahnbürsten erst verwenden und wie dann oft, putzen. Wie oft wechselst du die denn? Ja, bestimmt 4 Wochen so. Ah, krass. Okay. Aber wir sind ja auch viele, also habe ich viele Zahnbürsten und da kann ich immer schön putzen. Okay, anderes Thema. Weil die Heidi immer sagt, dass Füße pflegen richtig wichtig ist, habe ich mir das mal... Und warum? Na, weil Füße uns? Tragen, durchs Leben tragen. Reines Kind, sagt sie immer. Brav. Ich höre dir zu. Ja. Also, habe ich mir die Fußbutter von Kneipp mitgenommen, was die Heidi auch sehr gerne macht, ist damit einschmieren, Socken drauf und einschlafen. Genau, so richtig dick, richtig weich. So als Maske. Aber ich kann nicht mit Socken schlafen. Meine Oma hat immer gesagt, dann hast du was an den Augen.
Ja, Schatz, du musst das ja nicht jeden Abend machen. Mach das einmal die Woche, gerade im Winter. So Pflege ist halt wichtig, weil du kannst ja damit da nicht rum. Oder du machst halt auf dem Sofa. Das riecht aber echt gut. Da ist Calendula drin. Weißt du, Schatz, wenn du auf dem Sofa bist, ne? Wenn du es halt nicht abends mit Socken schlafen willst, dann auf dem Sofa schön. Ich hab halt kein Sofa. Du hast kein Sofa. Okay. Ist nicht schlimm, ich habe ein Bett. Okay, Schatz, also mach einfach ein schönes YouTube-Video an, am besten von deiner Freundin, also mir. Und dann schmierst du dir die Füße ein und denkst dir, ja Heidi, ich höre dir zu, wie du das Haus putzt. Ja, ich fand die Putzroutine so gut. Du musst es aber, ja, ich habe das voll gerne. Du musst es jetzt auch mal zeigen, wie ich es putze. Ne? Sah auf dem Thumbnail so aus. Ich dachte so, du läufst jetzt. Ich habe ja auch so eingeblendet, was ich so putze. Und auch mit dem Staubsauger und so. Ja. Ey, Tara, schaut mal Videos. Hallo, können wir das mal bitte im Kalender? Ich schaue alle eure Videos. Ja? Ja. Danke. Also, wir machen weiter, sonst wird das Video zu lang. Ach ja. Dann schickst du meine Freundin Tara, die sagt nämlich immer, kurze Videos sind besser. Mhm. Okay, also ich bin dran? Ja. Ja, okay. Was soll ich euch noch zeigen? Moment, ich bin gleich wieder da. Zack. Und zwar wollte ich euch mal so eine Box zeigen. Und zwar ist die von Maybelline. Die gibt es in verschiedenen Online-Shops zu kaufen, schreibe ich euch mal unten in die Infobox, ich kann mir das nicht alles merken, die gibt es einmal im Monat und die hat halt immer so verschiedene Themen. Hier jetzt Light It Up zum Beispiel, dann macht ihr das so auf und dann ist halt so eine Beschreibung, wie ihr quasi mit den Produkten, die darin enthalten sind, euch schminken könnt. Ne? Mhm. So, und dann sind hier so kleine Schubladen, schau mal, wie süß das ist. Mega. Ja, voll mega, ne? Und genau, hier und hier ist halt eine Schublade. Meine Stimme verabschiedet sich so langsam. Und ich habe es halt voll auf diesen Stick hier abgesehen gehabt. Und zwar diesen Illuminating Highlighter. Ich bin schon total gespannt. Werde euch auf jeden Fall drüber berichten. Und schaut mal, was für ein Glück ich hatte. Ta-ta. Electric Pink. Laut, laut. Hier komme ich. Schaut mich an, es kribbelt mich. Ja. Verlinke ich euch mal unten in die Infobox, was die Tara gerade da spricht. Genau. Richtig cool. Und ich möchte... Ja, ich würde euch gerne was schenken oder zukommen lassen. Und zwar habe ich nämlich diese Palette hier doppelt. Und deshalb bekommt ihr diese hier von mir geschickt. Und wir machen es aber so, wir schreiben es nicht oben in die Überschrift, oder Schatz? Für die Treuen. Genau, für die ganz Treuen, die bis jetzt dran geblieben sind, gibt es diese Palette. Hältst du mal eben? Ja. Und ich habe euch noch diese hier besorgt. Von L'Oreal. Genau, die habe ich nämlich auch doppelt. Die ist auch richtig cool. Voll. Aber du liebst auch die voll, ne? Voll. Es gibt die jetzt in The Rocket Nudes, heißt die, glaube ich, in dunklen Tönen. Auch sehr schön. Richtig cool. Genau. Und alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch einfach unten in die Infobox. Hat Maybelline toll, wirklich. Richtig schön. Richtig, ja. Toll, ja. Also zwei von euch haben halt die Möglichkeit, das zu gewinnen. So, du schätzt noch ein Produkt. Ich zeig noch ein Produkt und zwar Strohhalme. Yay! Ich habe mir eine Kaffeemaschine gekauft und das, weil ich eine Freundin da hatte und wenn die Mädels halt zu mir kommen, will ich denen dann auch mal einen Kaffee anbieten. Mhm. Und ich trinke eigentlich nie Kaffee und jetzt habe ich so richtig angefangen. Jeden Morgen schön Latte Macchiato, schön 200 Kilokalorien essen und trinken nur. Und solche Strohhalme sind halt richtig süß dafür. Natürlich nur, wenn die Mädels Gesundheit! Natürlich, wenn die Mädels da sind oder so. Ansonsten würde ich das jetzt nicht jeden Tag machen, weil es halt auch voll die Umweltverschmutzung ist. Ja. So Metallstrohhalme habe ich natürlich auch, aber wenn jemand da ist... Aber es ist auch gut für die Zähne, süß. Kaffee mit genau, das sage ich immer, dann verfärben die sich nicht. Mhm. Immer schön und nicht zu doll so, sonst habt ihr die so Falten. Also schön locker. Du hast doch keine Emma. Okay, lass uns nicht über Falten reden. Wir machen weiter, ich habe jetzt noch ein Produkt. Ach nee, warte Schatz, kurz, ich muss noch was sagen. Und zwar von dieser Profissimo DM-Eigenmarke-Dingens habe ich richtig coole Sachen. Aber die zeige ich euch im nächsten Haul, weil sonst wird das Video jetzt zu lang. Ich blende euch mal ein, was ich gewonnen habe. Ich habe nämlich bei einem Gewinnspiel gewonnen. Cool. Ja, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Hallo? Dein Blick dabei! Was denn? Blende euch schon mal Glück haben. Ja, richtig coole Sachen macht Profissimo. Auch Geschenkpapier, dann so Muffins, Dingens. Ja, Tara muss es jetzt zeigen. Schaut mal, wie süß die sind. Richtig cool, oder? Mhm. Genau, und das wollte ich noch dazu sagen. So, jetzt bin ich aber mit dem nächsten Produkt dran, und zwar mein letztes von Astor. Und zwar der Skin Match Protect Primer, den habe ich euch auch schon oft gezeigt. Und meiner war jetzt leer. Meine Stimme verabschiedet sich. Den habe ich mir jetzt nachgekauft, weil der ist richtig genial. Und der hat auch einen Preis gewonnen, und zwar den Glammy. Mhm. Genau, und zwar ist es so ein Zuschauer, also so ein Frauending, die dann bewerten können. Cool. Also Glammy. Mhm. Weißt du, was ich meine? Cool. Richtig cool. Ja, richtig geil, oder? Ja, ja, und ich finde den halt cool. Und deswegen habe ich ihn mir nachgekauft. Oh, ja. Ja, müsst ihr euch mal anschauen. Toll, ey. Jetzt muss ich den auch noch kaufen. Mist. Aber da ist so, gibt es auch einen mit einem gelben Unterton oder sind die alle so rosa? Das verschwindet ja dann, Schatz. Ah. Das siehst du ja dann gar nicht mehr.
Genau. Boah, der ist ja, der gibt ja auch voll den schönen Glow ab. Mega, ne? Auch so als, wie so eine Tagespflege, das, also was ihr halt vorher drauf macht, ne? Klar. Also ich brauche sowieso eine Feuchtigkeitspflege vorher. Der riecht auch gut. Ja, mega, ne? Mhm. Ja, habe ich mir nachgekauft. So, und das war es soweit. Ich glaube, das Video ist wieder ultra lang geworden, weil ich so eine Quasselstrippe bin. Ne, Schatz? 11 Minuten. Ach, geht. 11 Minuten, super. Da kämpft die Tara nicht mit mir. Nein. Okay, also schaut super gerne bei Tara bitte vorbei. Ganz, ganz wichtig. Danke. Schaut euch da mal die Produkte an. Ihr kennt sie eh alle und habt sie alle schon abonniert. Zu Recht. Zu Recht. No. Genau. Jetzt hör mal auf, du. Sei mal ruhig jetzt, hast du genug gelabert. Auf, du. Okay, meine Lieben, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat, zusammen mit meinem Schatz Tara. Wahrscheinlich wird sie nie wieder in ein Video von mir wollen. So Quatsch. Ja, also, ich schreibe euch alles unten in die Infobox und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Also, bis dann. Ciao. Tschüss. Ich habe sie zum Weinen gebracht. Schatz, nicht weinen, ich liebe dich doch. Ich bin die Einzige, die dich liebt. So richtig. Ich kann nicht mehr in meinem Bauch. Aber das schneidest du ja raus. Ne? Nee, das lasse ich drin. Jetzt habe ich eine Überschrift. Die weint bei mir im Video. Okay, ich wäre dann soweit. Sollen wir noch kurz warten, bis nee, es... Nee, ist schon okay. Sicher? You're sure? Dann legen wir los. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ah. Bitte die Kamera. Scheiße, jetzt geht das nicht. Doch, warte. No. Ja, ihr seid wieder gewechselt. Was macht sie? Sie hat unsere Gesichter gewechselt. Oh nein, das ist bestimmt voll helfen. Quatsch. Nee? Quatsch! So nicht. Darf man nicht sagen. Darf man nicht sagen. Auch da. Ach, die Kim sagt es immer. Okay, es hat zwar damit überhaupt nichts zu tun, aber hey.